seinerzeit die Vision, dass die Deutsche Oper Berlin nicht nur ein Ort für große Oper sein sollte, sondern auch ein Ort für bildende Kunst. Oben im Rahmenfoyer, wie Sie sicher wissen, stehen einige sehr schöne Kunstwerke, aber mehr noch, die ganzen Foyers dieses Hauses sind auch explizite Orte für Ausstellungen und so konzipiert worden. Dieser, wie wir finden, sehr schöne Gedanke war in der Vergangenheit etwas in den Hintergrund gerückt. Wir bemühen uns seit letztem Jahr, diese alte Tradition neu zu beleben. Und das ist nun mal Oper. Und vielleicht war der eine oder andere von Ihnen in der letzten Spielzeit auch schon bei der Martha-Mödel-Ausstellung, die wir im Rangfoyer gezeigt haben. Da haben wir eine große Sängerin gewürdigt, die diesem Hause lange von Göttern und Menschen, die da verhandelt wird, sehr gut auch im Gewand eines indischen Epos vorstellen. Bevor Ihnen der Galerist des Künstlers, den Sie hier neben mir sehen, das ist Gartner, und das ist eben sein Galerist Ismail Mukaddam. Bevor Ihnen Herr Mukaddam also etwas zum Künstler erzählen wird, möchte ich Sie noch in eigener Sache auf eine Vorstellung hinweisen, die heute Abend hier im Hause stattfindet. In unserer Tischlerei läuft Hoffmann. Das ist eine Kurzversion, 90 Minuten, von Hoffmanns Erzählungen des niederländisch-schwedischen Theatermachers Jakob Ahlboom. Und das beginnt um 8 und da gibt es auch noch ein paar Plätze. Und es ist, wie ich finde, ein ganz wunderbarer Theaterabend. Und jetzt möchte ich das Wort an Ismail Mukaddam übergeben. Danke. Danke. So, meine Damen und Herren, leider mein Deutsch ist nicht so gut, aber ich versuche es mein Bestes. Ich möchte erst mal bedanken, alle herzlich hier vor den Ausstellungen hier zu kommen. Und ich danke auch Ratnadeem, dass der hat ermöglicht, ein tolles Werk über Wagner und sein Leben mit indischer Mythologie beschäftigt hat. Eine kurze Wort über Ratnadeem. Ratnadeem ist tolle Arbeit hier geleistet hat. Ratnadeem ist, was soll ich sagen, einfach genial, was er hat geleistet vor mich hier. Und mein Fuß war auch in Berlin als Galerist. Wir haben angefangen mit dieser Ausstellung seit 2 Jahren. Jörg Königsdorf, Frau Sachs-Hanger Nicole, Frau Marion Mähr und Herr Matthias Redl und die ganze Team vom Deutschen Oper. Und nochmal Dankeschön. Danke. To thank everyone for being here for this. It's a big honor for me to show here in Deutsche Oper, and I'm glad that my family and friends could make it from all over the world. So, danke schön, and hope you enjoy the show.